Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal in der Tafelrundfeste stehen geblieben, nachdem wir Schloss Sturmschleier verlassen hatten und noch einmal zu Roderica zurückgekehrt waren und ihr das Andenken der Puppen überreicht hatten. Und dann haben wir sie hier getroffen und sie ist wohl auch eine Befleckte und sie sucht nach einer Bestimmung und da hatten wir ja mit Schmiedemeister Hef geredet und ich glaube, da sind wir einen Schritt weiter gekommen und sie hat es uns ja auch als Dankeschön eine goldene Saat gegeben. Und bevor wir uns jetzt hier in der Tafelrundfeste ja wieder verabschieden, möchte ich gerne noch eine Sache machen, denn wir hatten ja in Schloss Sturmschleier ein Gebetsbuch gefunden. Das heißt, wir sollten mal zu Bruder Corrin rübergehen und nochmal mit ihm reden. Ah, ihr scheint euch gut zu schlagen. Sehr schön. Nun gut, möchtet ihr also eine Anrufung lernen? Ja, möglicherweise. Jetzt geben wir ihm erstmal das Gebetsbuch, das wir gefunden haben. Das Gebetsbuch der Götterskalpe. Das ist ja ein ketzerisches Werk. Seine Anrufungen lassen sich nicht auf den Erdenbaum zurückführen. Also gut, ich werde es annehmen. Okay, jetzt hat er tatsächlich das Gleiche gesagt bei dem Gebetsbuch wie bei dem anderen, das wir hier in der Tafelrundfeste gefunden hatten. Nun gut, schauen wir uns mal die Anrufung an, die er jetzt quasi für uns hat. So, da haben wir offensichtlich hier unten zwei neue. Eine schwarze Flamme und eine Klinge der schwarzen Flamme. Oha, das klingt ja sehr interessant. Okay, gucken wir uns die beiden Anrufungen mal an. Da heißt es hier bei der schwarzen Flamme, schleudert einen tosenden schwarzen Feuerball. Da brauchen wir auch nur, glaube ich, 20 für, okay. Und bei der Klinge der schwarzen Flamme, glaube 17. Aha, okay, das klingt ja sehr interessant. Und da heißt es dazu, verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit einer schwarzen Flamme. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns die beiden auch definitiv noch in der Detailansicht an. Fangen wir mal der schwarzen Flamme an. Da scheint so das Gegenstück in dunkler Anrufungsmagie quasi zu sein zu unserer Flammenschleuder. Oh, da scheißt es hier. Schwarze Flamme, eine schwarze Flammenanrufung von den Aposteln, der Götterskalpe. Schleudert einen tosenden schwarzen Feuerball. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung und lasst den Feuerball explodieren. Die schwarze Flamme ist schwer. Nach dem anfänglichen Schaden verschlingt sie weiter für sehr kurze Zeit die LP ihrer Opfer. Okay, und dann haben wir hier noch die Klinge der schwarzen Flamme. Eine schwarze Flammenanrufung von den Aposteln der Götterskalpe. Hüllt die Waffe in eurer rechten Hand in schwarze Flammen. Diese Anrufung kann nach einer anderen Aktion ohne Verzögerung gewirkt werden. Die schwarze Flamme ist schwer. Nach dem anfänglichen Schaden verschlingt sie weiter für sehr kurze Zeit die LP ihrer Opfer. Das ist ja sehr interessant, dass wir hier quasi, ja, dunkle Anrufungen erlernen. Und was mir da einfällt oder auffällt, wenn wir die kombinieren und dieses Siegel der Götterskalpe, das wir ja auch gleichzeitig mit dem Gebetsbuch gefunden haben, in die quasi Offhand, also in die Schildhand nehmen, können wir tatsächlich diese Klinge der schwarzen Flamme verwenden. Und wenn das tatsächlich eine schwarze Anrufung ist, ist das definitiv keine heilige Anrufung. Das heißt, die müsste dann zusammen mit unserem heiligen Breitschwert oder ja unserem Schwert funktionieren. Das finde ich sehr interessant. Und wir hätten die Kombinationsmöglichkeit, einmal die schwarze Flamme zu verwenden, in der Offhand liegend. Ja, also finde ich sehr, sehr interessant, das auf jeden Fall zu verwenden. Allerdings, es gibt einen Haken bei der ganzen Geschichte. Die beiden kosten zusammen doch tatsächlich 13.500 Runen. Okay, ich glaube, wir müssen erst einmal nach Schloss Sturmschleier zurück und Runen machen. Nun gut. Ja, dann würde ich auch sagen, war es das für den Moment. Hier können wir leider keine Anrufung jetzt im Moment von Bruder Corrin lernen. Also, glaube ich, müssen wir uns von ihm erst einmal, ja, wohl wieder verabschieden. Möge die goldene Ordnung durch euch erstrahlen. Ja, dann würde ich auch sagen, schauen wir noch mal ganz kurz in unsere Truhe. Ich glaube, wir haben noch ein paar doppelte Rüstungsteile. Wir hatten ja unsere Truhe in Schloss Sturmschleier etwas ja, aussortiert, beziehungsweise etwas einsortiert. Ich glaube, da müssten wir ein paar Sachen noch im Inventar haben, beziehungsweise im Truheninventar, die wir doppelt haben. Ich glaube, ich sehe hier schon was.
haben wir hier mal mit den Stiefeln bzw. mit den Beinschützern an. Da haben wir ja Beinschutz der Verbannten und ich glaube, die liegen auch schon in der Truhe zweimal. Genau, dann können wir mal eine rausnehmen. Können wir die auch auf jeden Fall noch zu Schmiedemeister Hef bringen und erstmal verkaufen. So viel Zeit muss sein. So, schauen wir hier mal bei den Brustrüstungen. Da haben wir auf jeden Fall zweimal die Rüstung der Verbannten. Dann haben wir hier eine einfache Bürgerkleidung, die packen wir mal in die Truhe. Dann haben wir noch den kettenbesetzten Tabard. Ich glaube, den haben wir schon in der Truhe. Schauen wir mal ganz kurz, das müsste der hier sein. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch bei den Kopfbedeckungen noch, glaube ich, eine Kapuze der Verbannten. Genau, den können wir die auch nochmal in die Truhe packen. Schauen wir mal ganz kurz bei den Schilden. Ah ja, stimmt, da haben wir noch das Bollwerks-Sturmschild. Das kann auf jeden Fall auch erstmal in die Truhe. Oh, das ist ein sehr gutes Schild, würde ich auch gerne einsetzen. Allerdings, tja, das benötigt erst einmal eine Stärke von 30. Da brauchen wir noch mindestens nach rund 10 Stufenanstiege, wenn wir direkt nur Stärke steigern würden. Also werden wir wahrscheinlich deutlich mehr brauchen, bis wir das jemals anlegen können. Also meine Schätzung wäre da eher so Stufe 80. Na, mal sehen. Wir packen es erstmal in die Truhe. So, dann haben wir, glaube ich, alles Doppelte erst einmal los. Ja, hier haben wir auch das Siegel der Götterskalpe. Da sehe ich gerade einen Haken. Ah, das stimmt, da brauchen wir noch mehr Glaube für. Ja, da brauchen wir Glaube 27 für, bis wir dann quasi diese Anrufung einsetzen können. Kann auch sein, dass es trotzdem mit unserem Fingersiegel zusammen funktioniert, wenn wir die gelernt haben. Also da würde ich dann sagen, würden wir erst einmal eine der beiden Anrufungen kaufen. Also würde ich sagen, die schwarze Klinge. Sollte man vielleicht denn kaufen oder die, ja, die Klinge der schwarzen Flamme oder wie war das? Ja, Klinge der schwarzen Flamme hieß sie jetzt, glaube ich, die Anrufung. Dann können wir die zusammen mit dem normalen Fingersiegel ausprobieren und dann können wir das ausbauen. Ja, okay, das könnte so der Plan sein dafür. Gut, wir gucken mal weiter. Wir haben noch hier in der, ja, im Inventar das Rittergroßschwert. Ich glaube, das sollten wir auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, wir sollten nach Schloss Sturmschleier zurückkehren. Und mal, ja, uns dann nochmal durchkämpfen und noch ein paar Runen machen, wenn ich das so richtig sehe. Gut, wir schauen mal ganz kurz noch weiter, ob wir etwas auspacken wollen. Ich glaube aber im Moment gibt es da eigentlich nichts, was wir da loswerden müssen. Wir haben jetzt hier noch 11 Schmiedesteine Stufe 1. Ich glaube, da heben wir uns aber mal auf. Gut, ich glaube, dann sind wir hier erst einmal fertig und können noch mal kurz zu Schmiedemeister Hef gehen und ihm diese Rüstungsteile bringen, die wir jetzt aussortiert haben. Nutzen wir die Gelegenheit. In Schloss Sturmschleier selbst haben wir ja keinen Händler gefunden, der uns das abnimmt. Ja, da konnten wir ja nur die Kriegsaschen von Zauberer Rogier lernen. So, reden wir also noch erst einmal mit Schmiedemeister Hef. Nun, wo habt ihr euch denn versteckt? Ich hatte euch für tot gehalten, aber das spielt auch keine Rolle. Also, zeigt mir eure Waffen. Na gut, die Waffen können wir ihm jetzt nicht geben. Da können wir jetzt im Moment nichts verstärken. Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gemacht. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Gesprächsoption, über Roderica noch einmal zu reden. Würde ich sagen, machen wir das als erstes, bevor wir unsere Rüstungsteile hier verkaufen. Das Mädchen? Was ist mit ihr? Würdet ihr über Roderica wachen? Aha, okay. Staune, ja gut, er hatte ja auch den Vorschlag gemacht. Also von daher wundert es mich jetzt nicht, dass jetzt dieser Vorschlag hier von unserer Seite auskommt. Also ja, fragen wir ihn mal, ob er über Roderica wachen würde. Habt ihr den Verstand verloren? Wer würde bei einem hässlichen Monster bleiben, das sich auf nichts anderes als Schmieden versteht? Absurd. Und außerdem wäre sie niemals damit einverstanden. Sie will es so. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich zweifle nicht an euch, aber ich weiß, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein. Okay. Der klingt da nicht wovon überzeugt, aber wenn Roderica das möchte und sie schien ja den Vorschlag sehr gerne anzunehmen oder sehr wohlwollend aufgefasst zu haben, sollten wir vielleicht gleich nochmal mit ihr reden. Gut, jetzt werden wir aber erst einmal das machen, weswegen wir hier zu Schmiedemeister Hef gegangen sind. Das heißt, wir werden mal die Rüstungsteile verkaufen, auch wenn sie bloß ein paar Runen bringen. Aber wir haben jetzt nur 29 Runen übrig, von daher sind alle Runen, die wir bekommen können, willkommen. So, verkaufen wir erstmal die Beinschützer der Verbannten hier für 100 Runen zweimal.
Dann haben wir hier noch die Rüstung der Verbannten einmal für 100 Runen, den kettenbesetzten Tabard für immerhin 200 Runen. Und dann sind wir auch, glaube ich, durch. Aber was anderes, glaube ich, können wir jetzt nicht verkaufen. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon einiges an Herstellungsmaterialien verkauft. Da können wir noch mal kurz einen Blick werfen. Aber wenn es nicht nötig ist, müssen wir eigentlich jetzt im Moment auch nichts machen. Nee, ich glaube, wir brauchen auch hier von den Werkzeugen im Moment nichts verkaufen. Belassen wir das mal so, wie es ist. Obwohl man eigentlich die Wurfdolche verkaufen könnte, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, die werden wir mal noch für kaufen bei der Gelegenheit. Die müssen hier nicht rumliegen. So, also wenn wir immer hier die 18 Wurfdolche verkaufen, wenn wir ihm mal alle verkaufen, die möglich sind, dann sind wir die erstmal los. Und auch die Kukri, die wir gefunden haben, die möchte ich gar nicht aufheben. Haben wir auch nochmal 18 Kukri. Oh, haben wir noch mal ein paar Runen extra gemacht. Schauen wir noch mal ganz kurz durch. Mir fällt da aber jetzt erstmal weiter nichts auf, was ich da anbieten würde. Höchstens hier sowas wie die Krummfingermedizin. Oh, die, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Übrigens immerhin 100 Runen. Also ich glaube, die blutigen Eiterfinger hier, also um eine Inversion der Welt anderer Spieler zu verursachen, oder versuchen, heißt der hier eigentlich. Die, glaube ich, brauchen wir nicht. Ich glaube, die können wir dann gleich mal verkaufen. Wir brauchen eher Runen. Dann kriegen wir nochmal 300 Runen für. Und dann haben wir auch noch Krummfingermedizin. 6 Stück. Und die sind auch für den Koop, also Wettkampfmodus. Die brauchen wir nicht. Die möchte ich hier gar nicht benutzen mit diesem Charakter. Auf keinen Fall. Das wird hier alles im Offline-Modus passieren. Also im Singleplayer sozusagen. Daher können wir diese 6 Runen auch, oder diese 6 Krummfingermedizinen auch verkaufen. Auch wenn es nur 60 Runen sind. So sind wir die erst einmal los. Wir haben ein bisschen Platz im Inventar. Und wir haben immerhin etwas 1200 Runen. 1220 Runen, um genau zu sein, damit gemacht. Ja, Waffen verstärken können wir jetzt leider nicht. Für unser zweites Schwert, das würde ich ja gerne aufwerten hier, das Rittergroßschwert, brauchen wir aber erstmal Schmiedesteine Stufe 2. Ich glaube, wir sollten uns nochmal ein bisschen durch Schloss Sturmschleier schlagen. Nun gut, dann würde ich auch sagen, achso, nee, Moment, wir sollten ja mit Roderica nochmal reden. Ganz vergessen hier beinahe. Oh, wäre ja fast schiefgegangen. So, also werden wir mal zu ihr rübergehen. Sie steht ja immer noch an dem Kamin. Reden wir nochmal mit ihr. Sollte ich wirklich ein Talent für die Geistereinstimmung besitzen, was für wahr eine große Überraschung wäre? Dann sollte ich wohl versuchen, es zu perfektionieren, nicht wahr? Ich werde Meister Heft bitten, mich zu unterrichten. Das klingt doch gut. Ja, dann soll sie ihn mal bitten. Ich hoffe, er lässt sich überzeugen, dass er sie unterrichtet und die beiden miteinander klarkommen. Ich würde sagen, wir reden noch einmal mit ihr, mal sehen, ob sie ja, uns noch vielleicht dankt oder ähnliches. Sollte ich wirklich ein Talent für die Geistereinstimmung besitzen, was für wahr eine große Überraschung wäre, dann sollte ich wohl versuchen, es zu perfektionieren, nicht wahr? Ich werde Meister Heft bitten, mich zu unterrichten. Okay, gut, dann können wir eigentlich nur noch mal mit Heft reden. Oh, gut, sie sagte uns jetzt hier nichts Neues. Oh, na, mal sehen, ob er da noch was so zu sagen hat. Schon wieder zurück? Einerlei, zeigt mir eure Waffen. Okay, schön, er hat mal was anderes gesagt. Nee, können wir nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, können wir ihn jetzt hier verlassen und dann können wir wohl auch die Tafelrundfeste jetzt verlassen. Und dann können wir uns jetzt aussuchen, wohin wir zurückkehren. Da gibt es auf jeden Fall 2 Möglichkeiten. Also entweder gehen wir direkt zurück nach Schloss Sturmschleier. Das wäre die eine Variante. Oder, ja, ihr wisst ja, ich bin kein Freund von Schnellreisen, also sollten wir eigentlich, ja, auch direkt zur Hütte in den Sturmhügeln zurückkehren. Oh, schauen wir mal ganz kurz, gehen wir erstmal so weit raus. Oder mir ist noch etwas anderes aufgefallen. Wir hatten ja damals, als wir in den Tunneln von Limgrave waren, eine Zwischenebene entdeckt, die wir uns nicht angeschaut haben. Genau, da sind auch die Tunnel von Limgrave. Da gab es eine Zwischenebene, wo wir, ich würde sagen, ja, den Rückzug angetreten haben. Und vielleicht sollten wir dahin nochmal zurückkehren. Wir brauchen ja auch niedrige Schmiedesteine. Von daher, vielleicht finden wir da noch welche. Und mir ist noch etwas anderes dabei aufgefallen, deswegen komme ich jetzt auch drauf. Wir haben in den Tunneln von Limgrave keinen Bossgegner gefunden. Also könnte es sein, ja, also da muss sich eigentlich noch einer befinden, den wir nicht entdeckt haben. Und der kann eigentlich nur auf dieser Ebene liegen. Daher würde ich sagen, kehren wir mal in die Tunnel von Limgrave zurück, bevor wir uns zurück nach Schloss Sturmschleier begeben. Also werden wir mal dahin reisen, würde ich sagen.
Da sind wir auch in den Tunneln von Limgrave schon zurück. So, ich glaube, wir müssen unsere Laterne erstmal wieder einschalten. Genau, so, und dann wollen wir mal sehen, dass wir diesen Durchgang finden. Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, wo er war. Er war ja auf einer Zwischenebene. Ja, aber erstmal kämpfen wir uns hier durch. Schalten wir die mal hier aus, beziehungsweise den hier erst einmal. Mal in sich nochmal aufstehen. Und da ist auch schon erledigt. Sehr schön, gar kein Problem. Man merkt auch definitiv das verstärkte Breitschwert im Gegensatz zu früher. So, da vorne sind zwei. Ich würde sagen, das ist eine Sache für die Heilige Klinge. Oh, wo sind wir jetzt hierhin gefallen? Und da sitzt noch einer. So, schalten wir den auch noch aus. Dann sich mal erholen. Und dann sollte er ausgeschaltet sein. Sehr schön, gar kein Problem hier. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir müssen da lang. Und dann sollte da doch jetzt gleich der Aufzug kommen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da ist der Aufzug und dann war das, glaube ich, hier in die Richtung auch. Da müssen wir uns bloß umdrehen. So, mal sehen, ob ich mich da richtig entsinne. Wie gesagt, ist ja schon eine Weile her. Genau, da ist auf jeden Fall der Durchgang. Ja, und hier hätten wir ja den Rückzug angetreten quasi. Oh, und hier ist eine Statue von Marika. Na gut, das heißt, hier sollte tatsächlich irgendwas vor uns liegen. So, schauen wir mal. Hier gab es doch auch noch zwei, die Patrouille laufen. Gerade nicht zu sehen. Oh, doch, da kommt einer. Ich würde sagen, da halten wir uns kurz zurück, bis der weg ist. Oh, wir sollten uns ja trotzdem vorsichtig verhalten, auch wenn wir jetzt ein paar Stufen mehr haben. Aber wir haben es ja immer wieder festgestellt, wenn man unvorsichtig ist, der guckt uns an, so bedrohlich, der finde ich gar nicht gut. Oh, dann kann das schnell schief gehen. So, ich glaube, der hat aufgegeben. Wenn er nie aufgegeben hat, dann versuchen wir es mit der Heiligen Klinge. Okay, der zieht wieder ab. Der andere ist noch nicht da. Ich glaube, wir nutzen die Situation kurz aus und jagen dem hier das Schwert in den Rücken. Und erledigen den. So. So, ist er schon ausgeschaltet. Wir gehen mal nach hinten weg. Sehr schön. Und der hat uns entdeckt. Okay, haben uns zwei entdeckt. Dann müssen wir die Heilige Klinge benutzen. Oh. Ein Flammenstrahl ist hier aber gemein. Der blockt sogar unseren Angriff hier. So, der ist erledigt. Und den erledigen wir jetzt hier auch noch. So, das war das. Und dann müsste der andere von hinten auch noch kommen. Dann kümmern wir uns um den. So, mal sehen, ob wir dem beikommen können, bevor er seinen Flammenzauber verwendet. Na, nicht so wirklich. Ich glaube, hat er ihn trotzdem noch rausgekriegt. So, das war das erst einmal. Sind wir auf jeden Fall besser durchgekommen. Und da vorne liegt ein Überrest. Schauen wir uns den mal an. Wir haben einen Schimmerstein-Überrest gefunden. Okay. Gut, den kennen wir, glaube ich, schon. Aber jetzt haben wir wohl drei davon gleichzeitig gefunden. Deswegen wurde uns das nochmal als neu quasi angezeigt. Schauen wir mal, was wir da gefunden haben. Müsste hier bei den Verbrauchsgütern sein. Ich glaube, da ist er auch schon. Das ist ein großer Schimmerstein-Überrest. Das war der hier. Da heißt es, zerbricht das Juwel und verbraucht FP. Er schafft einen magischen Bolzen. Okay. Also einmal Verwendungs... magische Zauber. Gut, okay, das war das. Dann haben wir hier auch noch was dabei. Ein Sprengstein. Okay, und der hat auch scheinbar noch was dabei. Noch ein Sprengstein. Okay, und wir müssen uns mal ein bisschen um unsere HP kümmern. Aber würde ich sagen, nehmen wir... Ja, eigentlich ist es egal. Da können wir jetzt eigentlich auch ein Fläschchen verwenden. Nee, ich würde sagen, wir nehmen bloß eine dringende Heilung. Sollte sich noch ausgehen. Gut, so. Und dann nehmen wir wieder das Schwert natürlich in die Hand und wir nehmen auf jeden Fall mal ein Schlückchen aus den Himmelstränen. Da sollten wir uns auf jeden Fall auch darum kümmern, dass wir mehr FP kriegen. Na, ansonsten können wir die Zauber gar nicht effektiv einsetzen. War jetzt, glaube ich, auch gerade ein bisschen inflationär. Gut, da vorne sitzt noch einer. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den auch noch. So. Aber das machen wir ganz klassisch von hinten. Und dann versuchen wir den mal zu erledigen. Und da ist auch schon ausgeschaltet. Sehr schön. Und der hat auch noch einen Schmiedestein der Stufe 1 dabei. Und wir haben noch einen Schmiedestein Stufe 1 hier gefunden, den er gerade versucht hat abzubauen. Okay, gut. So, und wir haben offensichtlich einen weiteren Fahrstuhl gefunden oder Aufzug. Na, das finde ich ja sehr interessant. Gut. So, nur denn, damit hätte ich jetzt hier weniger gerechnet, wenn wir da mal runterfahren. Mal gucken, wo uns das hinführt. So, wir können ja mal gucken, ob es hier wieder irgendwas gibt. Was. Ah, da sind auf jeden Fall, da war eine Felskante. Da liegt, da war was. Moment, ich glaube, wir müssen nochmal nach oben fahren. Ja, das haben wir jetzt ja eigentlich in den Minen schon immer wieder festgestellt, dass es irgendwie noch Zwischenebenen gibt. Wir gucken nochmal beim Hochfahren, ob hier irgendwas zu erkennen ist.
Na, nicht so wirklich. Aber wir sollten noch mal vielleicht hier runterschauen, ob wir etwas entdecken können. Oh, hier ist nicht wirklich was zu sehen. Vielleicht irre ich mich auch. Da ist was. Da scheint eine Ebene zu sein. Moment. Wir werden mal da runtergehen, wenn das geht. Wir schauen mal, wie hoch ist denn das? Das geht sich aus, denke ich. Da können wir runterspringen. Sehr schön. Und da liegt tatsächlich was. Okay, damit hatte ich, ja, nicht gerechnet, aber darauf hatte ich gehofft. Okay, gucken wir uns hier mal um, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Okay, dann können wir wohl auf die nächste Ebene oder auf den nächsten Absatz springen. Hier ist auch nichts weiter. Dann geht's wohl da weiter. Springen wir da mal rüber. So. Und hier haben wir nochmal Überreste, die wir plündern können. Und wir haben eine goldene Rune Stufe 1 gefunden. Na gut, okay. Was haben wir erwartet hier zu finden? Wir sind in Limgrave. So, und hier haben wir einen neuen Absatz. Und hier haben wir einen Dunkelschmiedestein der Stufe 1 gefunden. Na nun gut, okay. Davon haben wir noch nicht so viel gefunden, also das kann nicht schaden. So, jetzt sollten wir da nicht unbedingt in das Loch springen, sondern wo ist denn hier der Abhalt? Da geht's weiter, dann gehen wir gleich hier runter. Dann können wir uns eigentlich auch direkt mal den Aufzug runterholen. Ja, so. Hoffentlich kommt der jetzt wieder. Da ist er auch schon. Sehr schön. Können wir wieder nach oben fahren, wenn wir das wollen. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht, wenn ich mir das anschaue, was wir da vor uns haben. Okay. Wir haben wohl, ja, das gefunden, was ich hier vermutet habe, nämlich eine Tür. Und dahinter scheint ein Boss zu sein. Dahinter leuchtet irgendwas golden. Das ist sehr interessant. Okay, gut, kicken wir uns hier mal noch kurz um, ob wir hier noch irgendwas haben. Da hinten ist irgendwas zu sehen, Moment, ja. Da haben wir noch einen Steinhaufen, hier mal anders irgendein Schmiedestein drin, mal gucken. Ein Schmiedestein der Stufe 1, ja. Wie gesagt, was haben wir hier unten erwartet? So, gut, okay, dann haben wir da also einen Bossgegner vor uns, da bin ich gespannt, was uns erwartet. Wir werden noch mal eine kleine dringende Heilung nehmen. Oh, wir sind nicht ganz voll, gut. Jetzt haben wir auch noch genug FP, um unsere Geisterwölfe zu rufen. Die müssten auch noch angelegt sein. Ich schau mal ganz kurz. Würde aber sagen, wir ändern das nochmal. Ah, das hatten wir ja in Sturmschleier umgelegt für mehrere Gegner. Würde sagen, hier nehmen wir wieder die Geisterqualle. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. So, dann bin ich gespannt, was uns hinter diesem Tor da erwartet. Machen wir das mal auf und werden dann gleich mal die Geister rufen. Und wir haben einen Steingräber-Troll, das heißt, wir holen mal gleich mal die Qualle. Okay, den haben wir ja noch nie so viel Erfahrung. Würde ich auch sagen, wir nehmen mal das Schwert raus. Die Geisterqualle hat sich auch direkt mal mit ihm auseinandergesetzt. Der hat auf jeden Fall schon mal einen schönen Schlag abgekriegt hier mit der heiligen Klinge. Jetzt hält er sich hier aus der Reichweite raus. Jetzt greift er uns an, hat uns einen ordentlichen Schlag verpasst. Finde ich gar nicht gut, wir nehmen mal kurz was aus der Flasche. So. Beschäftigt er sich jetzt mit der, ja, er beschäftigt sich mit der Qualle. Jut. Und wir versuchen dem mal irgendwie beizukommen hier. Okay, wir haben ihn wohl zu Boden gebracht. Noch nicht so richtig. Okay. Und da ist er wohl schon noch nicht ganz erledigt. Oder ist er erledigt? Ja, er ist erledigt. Sehr schön. Okay, das ging ja relativ einfach hier. Gut, das haben wir auch erwartet. So, und wir haben ein Medaillon des Brüllens gefunden. Und einen weiteren Talisman. Schauen wir uns den dann gleich mal an. Also gehen wir mal ins Inventar. Wir können auch direkt in die Ausrüstung gehen. Ich glaube, das geht schneller. Da haben wir es auch schon. Wir haben etwas Neues gefunden. So eine neue Kategorie offensichtlich. Da haben wir ein Objekt, das das Brüllen und Odem-Angriffe verstärkt. Oha. Okay, vielleicht sowas, was wir auch in der Kirche der Drachen gefunden hatten. Aha, okay, das ist was Neues. Ich glaube, damit können wir im Moment noch nichts wirklich anfangen. Gut, gut, dann fahrt das erst einmal. So, sind wir damit erstmal fertig. Haben wir hier tatsächlich in den ja, Tunneln von Limgrave gemacht, was wir machen wollten. So, schauen wir uns hier mal um. Hier ist noch ein Ausgang, aber eine Truhe scheint es hier auch wieder nicht zu geben. Na gut, haben wir ja eigentlich meistens nicht oder gibt es ja eigentlich nicht. Gibt auch scheinbar kein Höhlenmoos oder ähnliches, was wir einsammeln können. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Runde. Vielleicht findet sich ja doch noch eine Kleinigkeit. Aber nee, hier scheint überhaupt nichts zu sein. Gut, dann können wir jetzt eigentlich den Ausgang benutzen. Denn ich glaube, wir haben hier jetzt wirklich alles gesehen. Das sieht zwar aus wie eine Truhe, aber da kann man nichts machen.
Nee. Okay, da ist drin. Gut, das war jetzt ein Versuch wert. Oh, wir haben uns da irgendwas eingefangen. Das sieht aber nicht gut aus. Ich hoffe, das altert wieder raus. Okay, ist wieder raus. Gut, okay, das war das. Dann würde ich jetzt sagen, ja, brauchen wir den Ausgang gar nicht benutzen, denn wir sollten vielleicht zur Tafelrundfeste oder in die Sturmhügel zurückkehren. Oh, von hier aus, das lohnt sich eigentlich ja nicht. Aber vielleicht sollten wir nochmal mit, tja, mich wunderte, dass wir mit Ruderika nicht nochmal reden konnten. Moment, das haben wir nicht gemacht, glaube ich. Nee, nachdem wir mit Schmiedemeister Elf geredet haben, bin mir gerade nicht sicher. Daher würde ich sagen, wir reisen nochmal ganz kurz zur Tafelrundfeste zurück. Sondern egal, ob wir hier den Ausgang benutzen oder also hier beziehungsweise dieses Portal zum Eingang oder dahin gehen. Also werden wir nochmal zur Tafelrundfeste bzw. zur Tafel der Gnade reisen. So, da sind wir auch schon wieder in der Tafelrundfeste zurück und wir haben immerhin 3800 Runen, das heißt, ja, der kleine Ausflug in die Tunnel von Limgreif hat ein paar Runen gebracht, kann ja nie schaden. So, wo ist denn Roderika? Aha, Roderika ist nicht da, hat sie sich jetzt vielleicht mit Schmiedermeister Hefk angefreundet? Moment, hier sitzt jemand, ist das Roderika? Okay, die hat hier einen Bauchladen aufgemacht. Nee, ich glaube, die macht was anderes. Ich glaube, sie studiert. Okay, hübsche Blond. Hübsches Blond. Wir reden mal mit ihr. Good to see you again. Schön, euch wiederzusehen. Thank Habt you vielen very Dank. Much. I have you to thank, don't I? Ich bin euch zu Dank verpflichtet, nicht wahr? Weil ihr Meister Heft überzeugt habt. Ich kann mit Freude verkünden, dass er mich die mühsame Kunst der Geistereinstimmung gelehrt hat. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit erreichen kann. Doch sollte ich euch dadurch irgendwie behilflich sein können, würde ich es gerne versuchen. Und sollte auch nur die geringste Chance bestehen, dass ich das Leiden meiner armen, verpflanzten Männer lindern kann, nun, dann muss ich es definitiv versuchen, Roderika, Geistereinstimmungslehrtochter. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Okay, und wir können jetzt hier Geistereinstimmung benutzen. Und jetzt steht hier tatsächlich bei ihrem Namen Geistereinstimmerin Roderika. Schauen wir uns das mal an. Und da haben wir hier eine Geistereinstimmung. Das Menü zur Geistereinstimmung. Im Menü für die Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräbertallinien Geister verstärken, die ihr aus Aschen herbeiruft. Um Geister mit Eigennamen zu verstärken, braucht ihr Geistertallinien. Ah ja, okay. Also dafür brauchen wir also jetzt unsere Gräbertallinien, die wir in den ganzen Katakomben gesammelt haben und können damit unsere Aschen verstärken. Okay, das ist natürlich sehr gut. Und jetzt haben wir offensichtlich die ausgerüsteten Aschen und können aber auch alle unsere anderen Aschen verstärken. Und hier haben wir die Spezialaschen. Ah ja, die wir jetzt schon gefunden haben, die etwas teureren auch. Gut, das sind die mit Namen wohl, die sie meinte jetzt hier. Gut, dann würde ich sagen, na, wenn wir da die Möglichkeit schon haben und ein paar Runen übrig haben, würde ich sagen, sollten wir vielleicht unsere Asche der Geisterquallen erst einmal verstärken. Also gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Da brauchen wir jetzt für die erste Stufe oder die erste Erhöhung eine Gräbertallilie und 360 Runen. Machen wir das mal gleich. So, auf plus 1. Für das nächste brauchen wir 2 Gräbertallilien und 504 Runen. Sehr schön. Auf 3 können wir noch nicht upgraden. Da fehlen uns Gräbertallilien der Stufe 3. Okay, das heißt, wir sollten aber noch genug Runen und, glaube, Gräbertallilien der Stufe 1 haben, um unsere Geisterwölfe zu verstärken. Die finde ich halt auch sehr nett. Kosten ja auch nicht das meiste. Am meisten kosten hier die Halbmenschenasche. Okay, weiß nicht, ob das etwas aussagt über die Wertigkeit. Aber naja, okay, wir können jetzt irgendwann die Asche der einsamen Wölfe hier auch noch verstärken. Ich würde sagen, das machen wir mit. Was sollen wir die Gräbertallinie der Stufe 1 aufheben? Ist, glaube ich, besser, wir verwenden sie. Gut, geben wir mal die 615 Runen aus und die Gräbertallinie der Stufe 1. Dann sollten wir das gleich nochmal machen können und können sie auch auf plus 2 verbessern. Sehr schön. Okay, gut, haben wir das. Haben wir noch 1400 Runen übrig. Oh, gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, damit haben wir auch, ja, Roderika ihre Aufgabe gegeben, beziehungsweise Roderika hat ihre Aufgabe, ihre Bestimmung gefunden. Gut, dann können wir jetzt wohl wirklich, ja,
zur nach Schloss Sturmschleier zurückkehren. Ich glaube, wir haben soweit alles gemacht. Wir hatten ja jetzt auch nichts wirklich gefunden, was wir irgendwie in die Truhe packen müssen. Wir haben keine Runen mehr übrig, um vom Bruder Corrin was zu lernen. Also sind wir hier eigentlich fertig. Das heißt, wir können uns von hier aus auf den Weg machen und nach Schloss Sturmschleier zurückkehren. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund von Schnellreisen. Daher würde ich sagen, wir fangen nicht irgendwo mitten im Schloss an, sondern am Eingang. Außerdem, in diesem Let's Play möchte ich ja nicht grinden irgendwie, also irgendwo Runen farmen gehen. Von daher kämpfen wir uns einfach nochmal durch den Seiteneingang. Also würde ich sagen, suchen wir uns mal da einen Ort der Gnade in der Nähe. Gucken wir mal, Schloss Sturmschleier. Und da können wir eigentlich am Sturmschleier Haupttor anfangen. Ja, das wäre eigentlich eine Variante, wenn wir dort beginnen, oder wir fangen an den Sturmschleier Klippen an. Ich finde das eigentlich sehr passend, wenn wir zu den Klippen zurückkehren und unseren Weg dann nochmal den Waldturm rauf nehmen und dabei vielleicht noch die eine oder andere Rune machen. Gut, werden wir also dahin reisen, also zu den Sturmschleier Klippen. So, und bevor wir uns dann wieder nach Sturmschleier reinbegeben, würde ich gerne noch eins machen, und zwar würde ich gerne bei der Gelegenheit auf jeden Fall mal am Ort der Gnade rasten, bevor wir dann auch gleich die Folge beenden werden. Und ich würde gerne, ich glaube, dass wir schauen mal ganz kurz bei den Kriegsaschen etwas machen. Gut, ist jetzt noch nicht ausgerüstet, aber, da sehe ich einen Nachteil bei dem, was ich jetzt vorhabe. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ganz kurz raus. Ja, möchte das ja auch erklären, was ich hier alles mache. Das heißt, wir werden erst einmal in unsere Ausrüstung gehen und das Rittergroßschwert anlegen. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen Nachteil, wenn wir das jetzt als dritte quasi Waffe oder als drittes in die Mainhand legen. Wir sind auf jeden Fall bei einer großen Last und wir werden höchstwahrscheinlich nicht auf eine mittlere Last zurückfallen, wenn wir jetzt das Breitschwert ablegen. Schauen wir mal ganz kurz. Nein, da fehlt uns auf jeden Fall Kondition für. Also, okay, ich wollte jetzt eigentlich mal ein bisschen mit dem Rittergroßschwert, ich würde sagen, quasi üben, wenn wir uns da durchkämpfen. Da man jetzt ja den Weg kennt, wäre das eine gute Gelegenheit dafür. Aber wenn wir natürlich eine schwere Last oder eine große Last dadurch haben, ist das natürlich ungünstig. Wir müssen definitiv mehr in Kondition investieren. Gut, dann fällt das aus und wir werden in die Waffenhand wieder das schwere Breitschwert nehmen und uns dann beim nächsten Mal weiter oder zurück in Schloss Sturmschleier hineinkämpfen. Glaub, das ist dann die bessere Variante. Gut, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen, auch wenn wir in der Folge ein bisschen was anderes gemacht haben, als uns Schloss Sturmschleier anzuschauen. Aber wir waren ja nun auch einige Folgen da drin auch unterwegs. Aber wir haben da drin noch einiges zu tun, auf jeden Fall. Nun gut, da gibt es auf jeden Fall noch 2-3 Orte, die wir entdecken müssen. Und ja, auch den einen oder anderen Gegner, den wir erledigen müssen. Nun gut, für heute soll es das wie gesagt gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch wie gesagt gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn es hier mit Elden Ring weitergeht. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao und bis bald.